Schatz, was machst du denn da? Aprikosenkerne öffnen. Wie viel habe ich schon, Schatz? Ich brauche so 10 bis 15 Stück. 15. Ja, hast du jetzt schon fast. Sind schon 15? Nee, 12. Oh, nur noch 3. Und wofür machst du das? Die Kann man sind die essen oder was? für Aprikosenmarmelade. Die tust du in die Marmelade rein. Und wie schmecken die? So nach Amaretto-Likör. Ah, so ein bisschen bitter, ja? Ui, Ui, gefallen. einer runtergefallen. Danke. Da muss man wahrscheinlich ein bisschen abwaschen. Vielleicht Interessant. diese, manche Schale ist abgegangen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die Schale dann abmache lieber. So, genug? Oh, sieht schon gut aus. Mmh, sind die lecker. Richtige Amaretto-Likör. Probier. Ui, die sind aber bitter. Sehr bitter. Nee, lecker, aber die schmecken wirklich. Die ist nur wie diese, sehr, sehr, sehr wie diese im Amaretto. Darfst du für Schnaps haben? Hier, und jetzt guck mal. Ja. Jetzt tust du die da rein. Schnaps rein. Interessant. Jetzt gibt das den Aprikosenmarmelade. Ein Lecker. bisschen diese kleine Bitterkeit, was wir hier so lieben. Und weißt du, was das sind? Oh, was ist Das sind leckere das? Sahne-Eier heute. Ui. Danke. Das sieht gut aus. Heute ist ganze Tag Regen. Vier Eier schon? Ja, vier ist gut. Eigentlich zu viel, aber ist egal. Nee, nee. Nicht zu viel, mein Süßer. Du musst gut essen und dich gut ernähren, damit du viel Kraft hast. Heute müssen wir die Leli wegbringen und die Leli muss noch jetzt irgendwie essen und trinken und auf Toilette gehen. Und das ist meine große Sorge, dass sie das jetzt macht. Ja, wieso? Liebe Leli, bitte geh auf Toilette. Am besten ist, Bitte glaube geh ich, essen. wenn man ihr einfach nur Ruhe gibt. Ja, Ruhe gibt geht nicht, weil wir jetzt hier frühstücken. Ja. Wir tut nur vielleicht was machen, wenn wir weg sind. Aber wo soll ich jetzt weg, wenn ich jetzt mache Frühstück? Na, wenn ich vielleicht weg bin, die Tiere aufmachen oder so. Okay, vielleicht ist dann mal ganz leise. Hat sie sich wieder in die Ecke verkrochen? Ich weiß genau nicht, wo die ist. Okay. Ich habe sie rausgelassen aus ihrer Burg. Sie hat da übernachtet. Ja. Die ist sehr lieb rausgegangen, aber dann habe ich die nicht verfolgt. Na, nun. Lassen wir die jetzt mal in Ruhe, ne? Ich muss ja noch Kaffee mahlen und das wird auch laut. Das sind alle so Geräusche, die sie wahrscheinlich jetzt nicht mag. Ja, oder nicht kennt, ne? Zu Hause ist ja dann andere Geräusche. Hier, Kaffee mahlen. Ja. Ist auch ziemlich schon laut. Ja, aber bei dir klappt alles zeitgleich. Du malst, der Kaffeekocher, alles klappt. Sehr gut. Ist das eine, was runtergefallen? Eine Kaffeebohne. Ja, die liegt da vor dem, die liegt da vor dem. Ja. Eieiei. Aber die sind. Diese Bitterkeit bleibt lange im Mund, ne? Ist unangenehm dir? Nee, gar nicht. Gar nicht. Also ist wirklich Du so, weißt, dass die wie man kleine Menge Amaretto davon, kennt. das ist ja Blausäure, ne? Ja. Eine kleine Menge davon ist sogar gut. Ja, kleine, aber ist immer wichtig, nicht zu viel. So, ich gehe mal die Tiere ab raus, ne?
Aber die paar Kerne, die ich reingetan habe, die tun ja nichts. Nee, nee, das ist gut. Das ist gut. Ich lasse ja auch die Kerne drin, in der Maische oder so, ne? Ja. Aber niemals, wenn die gebrochen sind. Niemals, wenn die gebrochen sind, die Kerne. Boah, jetzt sind die ja extra gebrochen. Das ist was anderes. Du hast ja das... Ich könnte jetzt wahrscheinlich in die Maische auch so viel rein tun. Ja. Aber das ist ja dann berechnet. Boah, jetzt muss ich aber die Zuschauer fragen, ob das eine gute Entscheidung war. Die kann man so essen. Weil wir die ja immer machen so. Das ist so... Nein, das ist bestimmt... Mein Rezept, aber nachher ist das ungesund oder so. Nee. Nee, das ist gut. Mach dir keine Sorgen. Alles gut. Okay, ich hatte. Dann gehe ich mal raus, die Tiere aufmachen, ja, ne? Und ich mache hier weiter unser Kaffee. Dann bis nachher. Bis nachher, meine Süße. Schon habe ich 3 Gläschen Aprikosenmarmelade. Mh, lecker, lecker. Riecht sehr, sehr. Da sind diese Kernchen drin. Da sieht man ein Kernchen. Und jetzt koche ich schon Pflaumen. Nächste Ladung. Pflaumen und dann noch ein Topf. Pflaumenmarmelade, lecker. Schatz, ich habe sogar Angst zu atmen, wenn Leli kommt essen. Die kommt schon 2. Mal essen. Ja, ist essen. Ich sehe die auch. Ich habe sogar Angst zu atmen. Ich will da gar nicht hinkommen. Oh, jetzt musste ich niesen. Ich hoffe, die hat sich nicht erschrocken. Nee, die sitzt da nicht. Ja, willst du dir kurz zeigen, ohne sich zu bewegen? Falsch genommen. Das Licht stört sie vielleicht. Stört sie vielleicht, aber der Hunger treibt sie. Aber du kommst schon 2. Mal raus. Und isst und kommt und... Ah, wo du auf Toilette warst, war sie auf Toilette auch. Vielleicht ist das gut, wenn wir uns unterhalten. Dann merkt sie, dass nichts passiert. Ist vielleicht gar nicht so dumm, wenn man sich unterhält. Genau. Aber Schatzelein, ich muss dir sagen, gerade wo sie das erste Mal raus war und hat gegessen, ich habe noch nicht mal geatmet. Ja, ich auch. Ich habe nichts gesagt, nichts. Ich habe dir gesagt, Schatz, beweg dich nicht. Wir sitzen hier wie die Mäuschen. Sehr lustig. Ich freue mich, wenn die Lilly ist. Die hat, Schatzi, die hat so eine lange Reise vor sich, bis nach Polen. Die und? Muss heute, liebe Freunde, bis nach Polen. Jetzt muss sie erstmal nach Lviv und dann nach Polen. Ja. Und das alles in der Box setzen. Boah. Ich habe so gebetet, dass sie was isst und dass sie kackt und pinkelt und Pipi macht und Kacka macht. Hat sie aber jetzt, ist doch gut. Ich habe gestern hier noch den Video gemacht, ne, für heute. Da hat die voll geschnarcht. Hast ich du dachte, Video hä? Na, hast du Video gemacht? Nee, nicht Video von ihr. Ach, weil die in der Box war. Na, aber vom Schnarchen nicht? Nein, wie denn? Nicht geht vom ja Schnarchen. Nicht. Die war doch in der Box. Okay, sorry. Die war doch in der Box. Ich dachte, du machst davon Video, wie sie schnarcht. Nee, das ging nicht. Da war ja dunkel und ich wollte die nicht wecken. Dann gehe ich da hin, mache Video und weck die. Nee. Und ich dachte erst, du bist das. Aber ich sage, das kann ja nicht sein. Ich höre ja Natal dann nicht so weit. Selbst wenn sie schnarcht. Du schnarchst ja nie. Ach doch. Nee. Guck mal, die isst alles schön auf jetzt. Boah, Schatzi. Danke, dass sie isst. Danke unserem Schöpfer, dass die Lilly isst, dass die Lilly trinkt. Dass die Lilly war auf Toilette. Ich habe extra gerade geguckt, war auf Toilette. Ja.
Schmeckt gut? Persike. Pfirsiche. Jetzt will ich nur mal probieren, aus Spaß, mit der anderen Kamera, weil da ist eine dunkle Ecke, wie die aufnimmt. Aha. Also Leute, kein Blitz. Und jetzt können wir uns mal angucken, den Unterschied. Und gut, sieht man? Ja, ich habe ja hier so einen kleinen Bildschirm, man sieht ja nicht genau. Ja, aber das sieht man noch nicht genau, wie das aussieht, das Ergebnis. Aber schön, dass sie ist. Oh. Mit Würstchen, mit Weinwürstchen. Wichtig ist, dass sie isst und alles. Ja, ja. Boah, das unsere Experimente hier, das ist nicht so wichtig. Das ist mir alles nicht wichtig, nur dass sie isst. Isst und war auf Toilette. Ja. Aber die hat nicht in ihren Käfig oder so gemacht oder so. Das würde sie nicht machen. Ich hoffe, dass sie gleich nochmal... Weißt du, Leli, das ist so eine Katze, die ich würde sehr gerne behalten. Nur leider hast du Katzenallergie. Warte. Ja, das ist leider, muss ich ehrlich sagen, Freunde, das wäre nicht eine Katze für mich. Oh, die trinkt noch was. Sehr gut. Boah, Schatzi, das ist die intelligenteste Katze der Welt. Die hat einfach nur Hunger und Durst. Die ist einfach intelligent und schlau. Ich habe solche noch nie gesehen. Die ist vor allem sehr vorsichtig, ne? Und eigentlich? Keinmal irgendwo gekackt im Haus. Die Violette? Nichts gekratzt. Nein. Nichts gekratzt. Violette hatte gedacht, oh, die zerkratzt euch alles. Und so. Gar nichts. Gar nichts. Die hat in ihrer Ecke sich gesucht, eine Ecke. So eine liebe Katze. Schade, dass sie heute fährt, aber gut, dass sie zu Violetta kommt. Natalia wollte die schon heute Morgen, hat gesagt, oh nein. Ich will sie behalten. Nee, geht ja nicht. Guck mal, wie sie trinkt. Das ist gut. Trink mal. Komm. Schlaue Katze. Richtig trink viel. Boah. Wie eine Ziege, hör mal. Aber Milch kriegt sie nicht, ne? Violetta gibt hier keine Milch. Die mag keine Milch. Weil die das nicht kennen, von Kindheit an. Unsere sterben für Milch. Aber Kuhmilch ist, glaube ich, schlecht für Katzen. Ja. Also unsere haben keine Probleme mit Milch. Unsere haben nur nicht solche Futter. Die Violetta hat dir doch dieses Futter zum Ausprobieren gegeben, ne? Für die Katzen und Hund. Hund auch? Oh, nee, für Katzen. Und? Auch Hund gegessen, alle. Siehst du, das ist gutes Futter. Weil wir haben nämlich auch Futter gekauft. Wir haben sogar Schäber, Felix mal gekauft und alles. Und irgendwie war das nichts. Aber die ist von Violetta total aufgefressen. Total und total. Ja. War weg. Wie war Pfeifen. Also diese Marken. Produkte. Boah, wie die trinkt. Zeig mal. Hab ich ja gesagt. Und die trinkt jetzt schon 2 Minuten. Schlabbert da. Alles aus. Was für ein Segen. No. Ich weiß ja jetzt nicht, dass sie in einer halben Stunde, in einer Stunde vererbt sich schon. Gut, dass sie getrunken hat. Warte, ich schick mal der Frau eine. Oh, jetzt ist vorbei. Gut gemacht. Sehr gut gemacht, Katzi. Lili, hast du gut gemacht. Die ist schon wieder. Schatz, ich atme noch nicht mal. Damit die bloß satt wird. Wahnsinn. Sehr gut. Vielleicht soll ich noch mehr Futter geben. Nee. Die ist das ganze Nassfutter jetzt gerade. Das Tolle ist, man sieht nämlich genau, was sie isst. Mhm. Ob sie Trockenfutter isst oder Nassfutter. Die isst erstmal das ganze Nassfutter jetzt auf. Die hat Hunger. Isst, Lili, isst. Du brauchst das für die lange Reise. Ja. Aber weißt du was? Das ist gar nicht schlecht, wenn sie dann hungert. Ist gar nicht so schlimm. Jetzt hat sie gegessen.
Gleich wird sie was trinken. Jetzt trinkt sie wieder. Jetzt weiß sie nicht, was sie machen soll. Oh, trinken. Nee, die frisst das ganz in das Futter auf. Sehr gut. Ach, ich lasse sie mal jetzt in Ruhe. Probier noch mehr. Gut, das schmeckt doch lecker. Und dann auch noch zu Käse. Das ist Natalia im Video. Aber die Katze hier, die guckt nach draußen schon. Weil da liegt nämlich der Hund, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Die guckt schon raus, was das, wer ist das? Oh, jetzt geht wieder. Ja, ja, jetzt geht zurück. Jetzt versteckt sich wieder. Sitzt jetzt unter dem Sessel da. Lustig. Wie süß. Sehr süß. Vor der Reise uns verabschieden. Malek. Pass nur auf, Schatz, dass sie dir nicht abhaut. Nein. Hast du gegessen, getrunken, warst auf Toilette? Auf Toilette, paar Mal sogar. Lili, wirst du denn gut reisen? Wirst du lieb sein? Jetzt gehst du zu deiner Mama Violetta. Jetzt kann alles nur noch gut werden. Keiner musste dir Blut entnehmen, keiner musste dir Spritze machen. Wir haben dich absolut sowas nicht erlaubt, dass mit dir solche Bosheit gemacht wird. Ja, haben schon genug Bosheit gemacht, die Menschen. Ja. Ui, 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 halt die gut fest. Wir tun die in die... Soll ich dir die bringen, die Box? Dann ist sie nicht so. Ich bring die ins Box. Okay. Malesnik. Oroschenk. Gewiss. Vorsichtig. Die geht selber rein. Naja, die hat Angst. Soll ich dir das zumachen? Die will aber raus. Ja, dann lass mich das mal machen. Ah, so, ja, ich weiß nicht, wie das geht. Ja, eben. Halt mal fest. Mhm. Hier. Muss gut zumachen. Ich habe mich auch sehr gewundert, dass es so eine Katze, die kratzt nicht. Ein bisschen hat sie mich einmal... Ja, so aus Versehen vielleicht. Aber einmal gekratzt, weil die hatte Angst. Ja, aber jetzt so, guck mal, jetzt könnte aber eine Katze voll fauchen. Dani, die ist sehr lieb. So. Alles. Hast du von unten auch zugemacht? Ja, ja, die ist richtig fest. Okay. Hier, deine Kamera. Росичка, дивися, отакий кулок, там то її така пательничка, де там стоять такі їхня її їжа, то та для їжі там то все тут є. Тут є для їжі все її, ну, якщо би прийшлося щось розпаковувати. Подушечка. То все тут во в тій сумці, там її і паспорт. Тут во з боку, з самого боку є паспорт, там для їжі ті мисочки, і там їжа є всередині, якби часом треба було їжу. Далі, того її коробка, в якій вона буде сидіти, і туалет. А, ще того забула. Ще то забула. То я запхаю в сумку. Щоб тобі то ніде не вилітало. То запхаю в сумочку. О, то ти дивись, Мирося, що ти їм маєш передати? 1, 2, 3, 4. 4 пакунки ти маєш їм передати. Я ще того запхаю ковричок в сумку або сюди в то. І все, кінець. 15. Jetzt fahren wir zum Bus. Jetzt werden wir mit dem Bus fahren. Ja, hier ist das in Ukraine üblich. Man kann Sachen mit dem Bus schicken. Ja, auch Tiere. Das ist total super eigentlich. Und der Busfahrer, ah, guck mal, da stehen die Leute schon. Die warten schon auf den Bus. Und der Busfahrer, dem gibt man dann Geld, je nach Sache, je nach was man gibt. Aber Lida Krasitska hier tut. Und er nimmt das noch dann mit. Nachbarin mitgenommen. So, счастливо вам, пані Стефа, счастливо. На здоров'ячку. Папа.
Jetzt warten wir hier auf den Bus. Dann bezahlen wir den Busfahrer, erklären alles. Ja. Und zeige ich im Foto von der Frau, die sie Katze soll bekommen. Die Frau, die sie nach Polen fährt. Lilitschka, nur weine nicht, meine Süße. Ja, das tut mir so leid, dass sie so weint. Boah. Wirst du nicht verhindern können, diesen Stress. Das ist so. Wie jetzt sie weint. Einer, der Stjopka kennt. Die kennen alles. Alle kennen Stjopka und sagen Stjopka, Stjopka. Ja. Stjopka ist ein gern gesehener Hund. Ne? Außer von Fahrradfahrern und Mopedfahrern. Aber sonst haben den alle gerne. Oh, oh, oh. Da hat er seinen Kollegen gesehen. Da hinten läuft sein Kollege. Irgendwelchen Kumpel. Aber vom Auto geht er nicht weit weg. Guck mal, er geht nicht dahinterher. Bleibt hier bei uns. Treue Seele, ne? No. Nee, das finde ich hier total super. Weil jetzt es ist gibt große Frage, ob der Bus kommt. Wenn der Bus nicht kommt, dann fahren wir jetzt in die Stadt. Ja, aber es gibt ja auch gar nicht die Möglichkeit, alles mit der Post zu verschicken. Aber wenn du was schnell verschicken willst, dann Bus. Fährst du mit dem Bus, gehst zum Fahrer, gibst ihm Geld. Ja. Und dann, die passen wirklich gut auf die Sachen. Da, nur unser... Und auf der anderen Seite muss derjenige sein, der das annimmt. Ne? Ja, genau. Und die Frau, die hat gesagt, ich warte die da. Die kennt die Station. Ich muss jetzt nur wissen, Schatzi, bitte vergiss nicht nachzufragen, wie viel Uhr der genau da ist. Ja, das sind die wichtigen Fragen. Wie viel Uhr ist er genau auf der Station? Und dann Frau hat gebeten, Fotos zu machen von dem Bus. Vorne, hinten, Seite, ganze Fotos von dem Fahrer und den Namen von dem Fahrer. Ja, alles gut. Aber wenn der Bus jetzt nicht kommt, weil manchmal gibt es sowas, gibt's, ja. Dann fahren wir in die Stadt. Also ich fahre dann. Du musst ja die Tiere versorgen. Ich muss dann die Tiere versorgen. Aber andererseits, dann bin ich aber schneller. Ja, ja, ja. Als der Bus. Ja, ein bisschen schneller. Bisschen schneller. Aber was ich noch sagen wollte, dieser Bus, der hat eine lange Pause. In Lviv. Ja, ja, ja. Eine halbe Stunde steht er da, das ist nicht so tragisch, wenn. Ja, Kasara Zhudena. Ah, Shadeset Hulen. Ja, ja. Dobre, gut, dass wir pünktlich sind. Da, wir sind pünktlich. Du halt ein bisschen Kamera, ich suche schon mal Stift. Aha, willst du alles? Stift? Alles aufschreiben, ja. Lilitschka, tiki ne platsch, Malesinka, ne platsch. Alles gut, wie die weint, die Arme. Hier. Was wolltest du alles aufschreiben noch? Ich schreibe immer nur den Namen von der Frau, weißt du? Aha. Und diese Papiere sind in dem einen Tasche, ne? Ja. Von der Katze. In der Tasche, die du hinten im Kofferraum hast, ja? Pass. Der Pass von der Katze. Drin, ja. Ja, dann ist er gut. Hier habe ich so schöne deutsche, aber ich weiß nicht, ob die schreibt. Ein Notizbuch. Wie geht der auf? Aha. Für den Fahrer schreibst du jetzt oder für die? Nicht, der ist kaputt. Ja. Und der? Auch kaputt. Toll. Da habe ich jetzt einen Stift, was schreibt oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Das Einzige, was du machen kannst, ist, gehst du ins Geschäft und schreibst dir das da auf, was du schreiben wolltest. Nee, ich finde das so gut. Schreibt der? Das kann man gar nicht so schreiben. Merosa. Мирося, чотири пакунки, один котик, schreibt alles auf, друге, was wir denen schicken, ein Paket, сумка, ein Katzenklo, die Katze, фиолетова, ein violettes Tasche und noch eine Plastiktasche. Da die Kulok. Das machst du aber ordentlich. Ich schätze Werte. Toilette. Also, die Toilette, ja. Aber die Toilette werde ich bei ihm hinten in den Kofferraum tun. Damit die nicht umfällt. Hier muss er unterschreiben.
Ach so, das auch noch. Ja. Hier hast du das doch auf Video? Mir muss er geben sein. Telefonnummer. Seine Telefonnummer und sein Name. Aber. Ну що мені тепер робити? Ну, дивися. Ну що це? Це всі фіра век. Фіра ist weg. А чекай, а може можна сюди? Можна, wenn der gleich lang ist, dann geht das. Aber ich kann ja auch einfach zu Hause, schmeißt alle diese blöden Stifte weg und holst dir mal einen neuen Stift. Na, aber ich muss jetzt aufschreiben seine Nummer und alles. Kannst ja ins Handy speichern. Hast du Schere hier oder Messer? Sonst würde ich habe nichts dabei. Ach, czekaj, ja znam co zrobię. Czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. Kann man das denn rausholen hier irgendwie? Soll ich das mal machen? Nie, zaraz, zaraz, czekaj. Żeby to zapchaty сюда. Ja, darf ich mal das machen hier? So. Machen wir mal aus. Das geht da nicht rein. Stopuchka, nee. Natalia, der ist doch zu lang. Nee, das weiß, das kann ich ja ein bisschen abschneiden. Das abschneiden, dann hast du ja keinen Druck. Das hier abschneiden, das hier abschneiden. Nee, dann geht das ja nicht. Das muss ja hier zu sein, oder ist das auch? Ich wollte diese Feder rausholen und die Feder hier reintun. Ich glaube nur, dass das hier oben zu ist, damit das überhaupt funktioniert. Die Feder wollte ich hier reintun. Ach so, die Feder. Okay, verstehe. Ich mach das hier erstmal zu, dass das nicht verloren geht. Mhm, weil der schreibt sehr gut. Der schreibt normal. Sieht man gar nicht. Doch. Lili, sorry. Geht nicht, muss nur aufbrechen. Aber du brauchst den Stift, um das Notebook... Der ist kaputt. Nee, aber das hält ja immer das Notebook fest. Hält auch so. Hält auch so, ja. Oh, das ist die einfache Methode. Jetzt müssen wir saugen. Ja, das Saugen muss ich hier sowieso. So, das kommt hier schön rein. Den Müll. Und hier habe ich die Feder, aber die Feder wird insofern nichts nützen, wenn hier kein Halter ist für die Feder. Nee. Nichts. Umsonst aufgebrochen. Rein mit Papierchen ein bisschen. Nee, geht nicht. Ah, vielleicht geht. Geht. Du rein. Ja, und dann? Der wird ja länger. Jetzt pass auf. Da ist der Pokasch. Der Tremai. Ja, zremontuje ruczką. Okay. Der wird jetzt länger. Wo wird der denn länger? Wirst du schon sehen. Nee. Tak. Wenn der da genau ins Loch geht, dann ist er doch nicht länger. Das ist doch ein Widerstand. Ja, da ist ja noch eine Idee. Irgendwas von dem Plastik. Ja, dann brauchst du aber die Feder nicht. Ja, знаю, aber ich dachte, die Feder wird passen, aber na passt nicht. Ja, Lelitschka, maleńka, tut mir leid. Darf ich das mal machen? Czekaj, czekaj. Ja, думаю, jak to zrobię. No, Japonia, wie du das machen willst. Może tak. Geht nicht. Tak, aber hier schreiben dir die Leute und das ist wichtiger jetzt als dieses Ding zu reparieren. Darf ich das mal machen? Und du schreibst mit den Leuten. Natalia macht jetzt mit Papierchen da rein. Aber du hättest auch dieses Stück hier nehmen können. Hier ist auch noch so ein schönes Stück. Ja. Nee, aber das muss abgebrochen sein noch. Ano, poprobujem. Może jak raz. Die Stifte-Reparatur. Und? Nee. Natalia, da, gib mir mal. Darf ich mal? Jetzt, ich verstehe ja deine Idee. Halt mal. So. Schon eine halbe Stunde mit dem Stift quälen und so. Aber ich habe hier für den Fahrer schon geschrieben. Das muss genau so. Ich halte eher diese Idee von diesen Papierchen. Wo waren das Papierchen? Da, bei dir. Aha. Das war gar nicht so schlecht. Weicher wenigstens. Ja, das aber der ist zu groß, muss kleiner, habe ich schon gemerkt. Das ist gut. Einfach ein bisschen hier so gefummelt. Ist viel besser. Vielleicht noch zu groß sogar.
Noch zu groß. Das muss ganz kleines Papier sein. Muss ein Klopapier? Nee, das muss einfach nur. Lele. Geht ja nicht raus. Lele, alles gut. Alles gut, Lele. Noch diese Nachbarin unterwegs mitgenommen wegen dem Regen. Da hat sie sich noch besser erschrocken. Noch mehr erschrocken. War gar nicht gute Idee, noch die Nachbarin mitzunehmen. Die arme Lelitschka. Привет! Aber schon 3 Minuten vor 10 kein Bus. Kann sein, dass ich fahren muss. Dann muss man halt, aber so mit dem Bus ist viel, viel billiger. Und viel, weil wir ja heute schon noch so viel Arbeit zu tun haben. Ich glaube, das wäre besser Klopapier, der ist weicher. Ja, aber du brauchst ja nichts Weiches. Du musst ja nur etwas, was genau da reinpasst. Und den Stift runterdrückt ein bisschen. Der dreht gar nicht. Doch, aber passt. Passt? Oh. Ja, müsste eigentlich passen. So, jetzt guck mal. Schreib mal was. Schreibt. Christian, mein Schatz. Dankeschön. Herzchen, 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 alles mal. Aber gut, dann frage ich mich jetzt, wie willst du das denn jetzt hier schützen? Hier kann man nicht schützen. Also, bin schon dann froh, dass der aus. Bin schon froh, dass der schreibt, aber geht das nicht auch? Ah, das geht sofort auch. Musst du aufpassen halt. Ja, das passt auch nicht, das ist einfach unvollkommenes Ding. Beschäftigungstherapie. Ein bisschen Allergie hier. Musst du so? Hast du auch Kopfschmerzen? Nee, Schnupfen, aber das ist nicht so schlimm. Ich hätte das auch die 2 Monate ertragen. Ich auch. Die ist so lieb. Für die Lilly hätte ich alles ertragen, für diese Liebheit. Meine Süße. Ja, alles gut. Wollen wir mal hoffen, dass der Bus kommt. Also, wenn der Bus nicht kommt, muss ich mir mal überlegen. Vielleicht kann ich in Lviv noch irgendwas holen, was man braucht. Aber im Moment brauche ich nichts. Wir machen mal eine kleine Pause. Er meint, ich bringe ihn jetzt ins Geschäft, Bier trinken. Natalia hat gefragt. Natalia hat die Leute gefragt, aber die Kamera wird nass. Zaharbude? Das sind die Großeltern von dem Schüler von Natalia. Der kommt immer zum Unterricht. Die Frau fährt heute ihre Kinder besuchen. Aber der Bus kommt auf jeden Fall. Der Mann hat gesagt, seine Frau hat angerufen. Die ist im Bus. Und der kommt sie abholen. Da, dieser Mann, der hier gerade war, der wartet auf sie. Der kommt sie abholen. Ach so, der in dem Auto. Ja, mach du mal. So sieht der Bus aus. Schatzi, hol noch nicht raus, die Katze. Ich muss erst mal reden. Та, то дуже породистий котик. Чуєте, ви довжедувати тільки, так? Чуєте, тут треба пильнувати, щоб він нічого з ним. А то він на кріслі буде.
er auf dem Sitz. А в Варка на Антоне нет? Не-не, тут туалет, то хай же туда на кресле сидеть, ну своей будет там. В кресле сидеть? А вот тут, а вот. Не-не, лучше так. Не-не, не, да, anders, anders, и gerade, damit er keine Menschen sieht. Damit Скопочка, du musst hier raus. Hier von dem Bus. Oh, guck mal, ist alles zusammen. Raus hier! Was machst du hier, Скопочка? Und dann... Tag. Eins, zwei, drei, vier Taschen. Filme, ich schreibe noch die Nummer auf. Von dem Fahrer? Ja. Jetzt ist dieser Stift weg. Oh, це така домашня кіт, він треба на туалет. Ручки нема. Ви не маєте ручку? Там побіжив в машину, ну ручка просто. Там ручка є. Прошу, пана маєш. 12:10. І скільки часу ви будете там? Дві години. Ні, я маю на увазі, скільки часу ви будете там так стояти? Так, в голі? Так. Пів години. А, пів. Selbst der Stjopka ist traurig. Aber der Chauffeur war sehr nett. Der hat ihr den besten Platz gegeben. Hast du gesehen, ne? Ja. Und seine Nummer habe ich alles da. 12.10 Uhr ist er da. Und die Frau von unserem Dorf fährt ja mit. Ja, die passt auch. Die passt auch noch auf. Sehr gut. Wolltest du noch ins Geschäft was holen? Ich will nur wissen, wo dieser Stift ist. Ach, das ist doch egal. Das ist doch egal. So, jetzt fahren wir erstmal nach Hause. Dann haben wir Internet, dann kannst du dir alles schreiben. So, war doch da der Stift. 50. Володя, шофер, 12:10. Also 12 Uhr, in genau 2 Stunden ist er da. Also mit dem Auto braucht man... So nervös Hände zittern. Eieiei. Mit dem Auto brauche ich 1,5 Stunden, so viel langsamer ist das nicht. Nur vielleicht also ein bisschen schneller. Guck mal, die ist schon bald da. Ja, die ist bald da. So, sag ich. Und Stress ist es sowieso. Stjopka, du musst jetzt rennen, dafür, dass du so nicht lieb warst und hast die Lilly so erschrocken. Darfst die Lilly nicht erschrecken. Weil die Lilly wird da gut gehen, da ist so warm drin. Klar. Und der fährt so ruhig, sehr gut. Und der ist sehr gut, junger Mann, der ist nicht dumm. Ich habe seine Nummer. 12.10 Uhr ist er da. Ich rufe jetzt die Meräuse an. So, jetzt kriegt ihr auch Essen, Trinken, Milch. Ich werde gleich melken. Ganze Nacht heute gegossen, liebe Freunde. Aber wie gegossen, so gerade wie eine Wand. Wie eine Wand. Ist gar nicht hier viel nass geworden. Das war wie eine Wand, so ein Gießen. Ein bisschen Bettchen nass geworden, so ein bisschen von der Seite. Ein bisschen Sesselchen. Hätten wir lieber weggeräumt. Nein, Huse, nein. Nein. Hilla! 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 Zum Wasser! Hilla! Nicht hier kommen auf dem Grundstück! Hilla! Hilla! Bleib sitzen, du Pute, bleib sitzen. Keine Angst, deck die Kinder. Deck die Kinder. So, jetzt muss ich schnell meine Puten füttern, meine Katzen, meine Hühner, Ziegen melken. Aber es steht, es wird ganze Tag regnen. Ganze, ganze Gottestag. Цілий Божий день. Цілий Божий день буде дощ падати. І буде таке. So, mein Schatz schließt mir jetzt auf. Die Lilly ist unterwegs, aber die ist unterwegs zu ihrer Mama.
Also man kann sich nur noch darüber freuen, dass sie morgen ihre Mama schon sieht. Danke, mein Süß. Ja, ja, ich muss sauber machen. Guck mal. Schon ganze Schubkarre schimmelige Gräser, was ihr nicht gegessen habt. Jetzt geht ihr auf die Seite und ich mache die Seite, okay? Kommt. Jetzt, ich denke, das passt noch in die Schubkarre. Jetzt sind wir zu Hause, geht die Arbeit direkt weiter. Aber zum Glück ist nur einer gestorben von denen, ne? Ja. Die Kacke hat schon Würmer. Uiuiui. Ui, ui. Fliegen haben. Stinkt wie. Der stinkt halt wie eine normale Toilette. Guten Tag. Unsere stinkt ja bestimmt auch. Ich glaube, von den Tieren ist noch nicht so schlimm wie von Menschen. Stinkt noch mehr? Von Menschen, ja. Das sind ja auch hier nur keine Fleischesser, ne? Ah, von Menschen stinkt mehr? Glaube ich schon. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, von Tieren stinkt mehr. Hör mal, Schatzelein, soll ich das eben wegfahren? Nee, weil ich noch alles sammle vom Boden. Und du weißt auch nicht, wohin. Oh, schön sauber jetzt. Langsam muss ich mal wieder was arbeiten, damit wir Hobelspäne haben. Wir haben gar keine mehr. Ja, aber im Sommer gibt es ja keine Zeit zu behauen. Im Sommer sind andere Arbeiten wichtig. Die sind alle so süß, alle weiß. Ui. Das ist dieser Staub vom Spähen. Vielleicht bringt der Christian euch Zucchini eine große. Ich habe noch zwei. Eine reicht? Erstmal Korn. Okay, jetzt habe ich das schon. Wasser. Du hast da Hafer drin? Und, Weizen, Hafer, Kleie. Gerste. Ah, Gerste auch. Und ihr esst das schön, gell? Portion Wasser. Gras, gleich kommt noch zu dir. Gut, dass ich das gestern, gut, dass du mir nicht erinnert hast, hör mal. Schatz, senden Sie bitte. Ja, wenn ich das nicht, ich denke da nicht dran. Nein. Aber jetzt wäre schlecht. Wenn jetzt, jetzt kannst du das Nasse nicht geben, ne? Jetzt haben die schön trocken. Oh. Und freuen sich. Vielleicht kommen Zucchini und noch ein paar Äpfel schön. Ich hol mal eine, ja? Ja. Zucchini, okay. Und ein paar Äpfel. Kannst du dir eine Kiste nehmen, Schatz? Ja, okay. Ich habe, glaube ich, eine noch. Das ist eine. Da sind die schön frisch. Muss ich mal gucken, was ich hier noch habe. Ja, die sind eigentlich ideal, aber da sind ein paar kaputte dabei. Zwei Zucchini. Ich mach mal so eine Kiste einfach, stell ich mal zu. Mach ich mal nur hier gute rein. So. Die sind schön saftig und frisch. Die so ein bisschen kaputt sind, die können die Ziegen haben. Zur Not kann ja Natalia die auch noch mal aussortieren. So, ich glaube, da haben die erstmal genug. Der ist nicht so schön. So, und der ist auch nicht so schön. Was ist das denn? Heute soll den ganzen Tag dieser Regen sein. Guck mal, ich habe hier ein paar schöne.
Kannst du mir die Kiste mal so? Kannst du. Ich stelle die hier auf den Boden erstmal. Ja, genau, und die trocken. So. Ja, viel Spenden haben wir nicht mehr. Hier ist nee, ich habe oben noch drei Pakete. Ich habe dir da leeren Sack. Ich mache heute nur zwei unteren und morgen zwei oberen. Ah, okay. Weil. Ja, den Sack räume ich gleich weg. Damit wir dann Zeit sparen. Hier, bitteschön, meine Herrschaften, Wasser. Hier mein süßer Wasser. Und Gras. Uiuiuiui, Joker, du störst ein bisschen im Weg. Mehr Zucchini habe ich nicht im Moment. Wir müssten bei Ivanka auch mal gucken. Die hat auch noch Zucchini da, ne? Ganz hinten im Feld. Ja. Gurken werden die, wird die ja nicht mehr haben da, ne? Ne, ne, das stand mir im Weg. Also ich habe versucht, nur gute rauszusuchen. Perfekt. Jetzt der hat auch extrem dreckig. Aber ich weiß nicht, ob ich... ob ich Zeit habe. Weil ich habe ja noch nicht gemacht. Brauche ich hier noch Wasser? Soll ich dir Wasser holen? Hier muss ich nämlich noch auswaschen. Gib mal. Puh. Ich hole mal Wasser. Okay, aber wenn ich den noch sauber mache, dann habe ich keine Zeit. Ich kann jetzt, doch, wir haben alles da. So. Das ist ein Segen, dass wir immer Wasser haben. Es gab mal so früher, wo wir noch nicht den tiefen Brunnen hatten, gab es so Zeiten, haben wir dann im Sommer, wenn so eine Trockenperiode war, haben wir gar kein Wasser gehabt. Das war echt blöd. Ach, Natalia hat schon die Schubkarre weggebracht. Bringt die bestimmt direkt ins Feld, und zwar da, wo wir schon abgeerntet haben oder so. Kann sich das ja da hinten. Das ist lustig. Zock. Schatz, das hätte ich doch gemacht. Du bist fleißig, hör mal. Ja, die haben da nichts zu essen, ne? Einfach treiben, ne, Essen habe ich gegeben. Okay. Einfach zu ihrem Bereich. Ja, probiere ich mal. Ist die am Schwimmbad? Ach, die hat sich auf die draufgesetzt. Ja, das ist ja auch klar, dass sie das so macht, aber sie weiß ja nicht, dass den ganzen Tag solche Wetter ist. Na kommt, geht mal hier. Geht mal darüber. Komm, 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 komm. Ihr seid pitschernass. Ui, was ist das denn? Was ist mit dir los? Kannst du nicht mehr laufen? Komm, hat sie auf dich drauf gestanden oder was? Ei, 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 ei. Na, ich nehme dich jetzt erstmal so mit. Ui, das macht sie. Manchmal die Tiere, die stehen. Ah ne, der bewegt sich. Geh mal zu deinem. Komm, geht. Ja.
Die hat auf einem drauf gestanden. Ich hoffe nicht, dass der... Ich hab den hier. Der bewegt sich auch. Vielleicht ist der nur so, tut ihm was weh. Ich hoffe nicht, dass der... Ah, da weißt du, wer hier ist? Und stört die Glucke. Oh, die hat sie direkt vertrieben. Ja, sehr gut. So, hier. Er ist schwach. Einer ist sehr schwach. Ja, ich hol dir. Du, einer ist sehr schwach. Alle werden mich übernehmen. Ja. So, ich hol dir mal eben Heu. Heu, sag ich. Stuschka. Kannst du im Eimer holen? Eimer schon. Nee, da oben habe ich das. Ah, direkt da oben, da musst du mit haken. So. Hier auch. Romchik. Romchik. Aufgeregt. So? Jo, das kann man nicht essen, Romchik. So? Du starben musst du dich. Halt und wurde. Ja. Ah, heute ist den ganzen Tag diese Wetter. No, погода. Яблочко два. Das macht diese Stuschka bei mir. Ja, das ist von der Kiefer. Das habe ich auch. Kiefer ist auch ja. Total allergisch. Und Eiche auch, Eichestaub. Oh, der mag Äpfel, der Romchik. Ja. Ich wundere mich immer, wie schnell die essen können, ne? Manchmal. Zack, 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 ist der halbe Apfel weg. Jetzt fahre ich aber die Schubkarre weg. Ich habe gesehen, wo du die ausgekippt hast. Alles klar. Gut. Da hast du ja jetzt alle hier noch versorgt. Perfekt. Alle haben auch so dem Auto Wasser. Ich kann erstmal das zu machen. Das Stjopka! Stjopka, geh bitte mal auf den Weg aus der Seite. Rennt aber wirklich auch immer. Steht immer da, wo nicht stehen soll. Ich bin immer so. Jetzt aber das Gras alle, ne? Jetzt hast du nichts mehr. Ah. Ja, morgen soll wieder Sonne geben, dann kann ich wieder neues den schneiden. Perfekt. Hat die Frau gesagt, dass sie sich meldet, wenn sie die Katze aus dem Auto holt? Bestimmt. Hat sie nicht gesagt, aber das macht. Schickt ihr bestimmt eine Nachricht, ja. Ne? Okay, dann gehe ich mal die Schubkarre wegfahren. Ja. Danke, Schatz. Alles gut. Nun, jetzt weinst du, warum gehst du da hoch? Garfield. Garfi. Wie soll ich dich runternehmen, Garfi? Warum gehst du denn da hoch? Moment, ich nehme dich runter. Moment, Moment. Ich habe von der Sandra und Bettina und Bea und Stralsund Freunde solche wunderschöne Papiere, alles, jedes Nutella-Glas war eingewickelt in so schöne Papiere. Und diese Papiere benutze ich jetzt zum Abtrocknen. Die wunderschönen Zitzen von meiner Blunka und alle Ziegen. Und die werden so ein bisschen gelb.
Die lege ich mir hier hin, die benutze ich nochmal, nachdem ich den Lappen benutzt habe. Benutze ich diese Papiere und danke nochmal für alles. Für alles danke. Es ist gerade Rüssigkeit dran. Jetzt ist dieser Papier verbraucht. Aber ich habe mir hier ganze Tasche voll gemacht. Ganze Tasche von neuen Papieren. Und jetzt, Katrusitschka, wirst du immer mit neuem, schönem Papier abgewischt. Meine Süße, du bist ja auch eine wunderschöne Prinzessin. Du sollst wunderschöne deutsche Sachen ausprobieren. Schöne, solche zivilisierte und nicht hier solche ukrainische Bauern. Du bist die Schönste, du bist die Schönste, du bist meine Liebe. Du bist meine wunderschöne Öhrchen, wunderschöne Augen, wunderschöne, wie du zuhörst, ne? Wie du zuhörst, was ich sage über dich. Schon leer? Schon leer? Gleich kommt noch mal alle Hühner nass. Alles nass. Mietja kommt jetzt ganz normal zum Essen, aber ganze Zeit, fast eine Woche, wo Besuch hier war, kam der nicht zu essen. Wahnsinn, ne? Noch ein wenig Katrusitsch. Ganze Zeit Regen und es steht im Internet, heute wird bis Abend, aber in der Nacht hat gegossen, liebe Freunde, wie eine Wand, habe ich schon gesagt. Ziegen wollen nicht raus, sitzen alle im Haus. Keiner will in den Regen. Heute werden die gar nicht angebunden. Nichts, bleiben hier ganze Tag und fressen Heu. Drin haben die auch Heu und haben hier Heu. Schön, dass wir so viel Heu haben, hat mein Liebling für alles gesorgt. Mein Liebling hat gesorgt, dass alle Heu haben. Sehr, sehr, sehr gut. Sag mir, liebe Pute, hast du die ganzen Kartoffeln hier ausgegraben? Ja, klar. Die ganzen Kartoffeln, die gräbt und hat mir ganze Kartoffeln ausgegraben. Die ist den ganzen Tag hier in Kartoffeln. Guckt mal, liebe Freunde. Die sind hier schon grün an der Oberfläche. Und sogar gefressen. Die frisst die sogar. Zum Glück, ich muss was zum Mittag heute besorgen. Ich bin gekommen, zum Mittag was sammeln. Dann nehme ich ein paar mit. Aber geh hier weg. Du darfst nicht im Feld graben, Kartoffeln. Ein bisschen zugedeckt wieder. Darfst du nicht machen. Geh hier aus dem Feld endlich. Ich hab erstmal, guck mal hier, wieder. Und angefressen. Ich habe erst nichts gesagt, weil ich habe gedacht, die sind noch so klein, winzig. Habe ich gedacht, ja okay, lass die noch drin. Die winzigen Kinder. Ja. Aber sowas zu machen, alle Kartoffeln mir ausgraben, das geht gar nicht. Überall gräbt. Da hat sie mir den Pfeffer, den wunderschönen Pfeffer, hat sie mir auch die Wurzel ausgegraben. Ich musste sowieso kommen, für Mittagessen was holen. Immer finde ich hier ab und zu noch eine Zwiebel. Heute zwei Zwiebelchen. Oh, hier noch so eine kleine, winzige. Aber auch gut. So, jetzt nehme ich mir noch ein paar Karotten. Ich sehe, dass den zweiten Haufen hat mein Schatz nicht gemacht. Das war mein Haufen. Wo ist sein Haufen? Ich dachte, der wäre weggefahren und hätte. Guckt mal, liebe Freunde, was sind das für Karotten?
Ich bin selber erstaunt. Ich bin selber erstaunt, was sind das für Karotten? Die kann man schon auch endlich reiben für Salat. Guckt mal. Guckt mal, was das für Karotten sind. Oh. Die platzen schon. Die kann man alle ausgraben. Die kann man schon graben. Hier. Was für leckere. Ich muss ja nämlich Borscht kochen. Oh, die sind auch schon an der Oberfläche. Gefressen das Grüne auch, Pute. Die frisst das Grüne. Oh, jetzt genug Karotten. Tag, jetzt rote Beete. Rote Beete. Zwei, drei rote Beete reicht mir für Borschtück. So, für Borschtück. Oh, ihr sagt bloß, ich muss so viele. Mann, sind die viele. Mann, sind die viele. Muss ich wieder ernten. Ui, das wird schwer. Da muss ich mich wieder eine Stunde bücken, bis ich die ganze Reihe ernte. Mein Schatz will mir nicht helfen, weil der gerade Videos sortiert. Der meint, ich muss YouTube-Videos machen, sortieren. Und da kann er mir jetzt nicht helfen. Okay. Was noch hier mitnehmen? Rote Beete, Karotten, Kartoffeln. Das sind eigentlich alles, was ich brauche. Für Mittagessen. Aber ich habe noch einen Eimer und da mache ich noch die Bohnen. Dann mache ich noch die Gurken. Jo! Gurken machen. Aber die Bohnen sind viele. Noch eine Zwiebel. Noch eine Zwiebel. Ist ja klein, aber kann man auch den Ziegen bei den Abfällen geben. Gut, okay. Tja, dann muss ich doch Bohnen, Gurken, das alles machen. Das ist nicht Unkraut, das sind schon Bäume, die hier wachsen. Ich habe euch gesagt, das sind Bäume, die hier gewachsen sind. Guckt mal, diese Unkraut. Richtige Bäume. Und okay, ich war ganze Zeit nicht im Feld. Nun, ich war im Feld nur schnell was holen. Jetzt macht er das schon alles auseinander, ne? Das Neue. Ich hole noch das andere. Mein Schatz hat bestimmt vergessen. Der Arme, der ist auch müde. Die sind nass. Die sind nass, die armen Kinder. Oh, diese. Guck, dass diese Sellerie ein bisschen mehr Licht hat. Aber Sellerie geht's gut, nur hier solche Unkräuter. Die haben die Sellerie ein bisschen zugemacht. Oh. Jetzt habt ihr mehr Freiheit, meine wunderschöne Sellerie. Oh. Das sind diese Unkräuter, die euch stören.
Ich gehe dem Christian Bescheid sagen, dass ich gerade habe Anruf bekommen von dem Chauffeur und von der Frau, die die Katze nach Polen nimmt. Die Katze ist schon bei ihr. Der Chauffeur, voll nett, hat mich angerufen und hat mir Bescheid gesagt. Die Katze ist abgeholt worden und alle Sachen, Toilette, Tasche, alles abgeholt worden. So, nichts vergessen. Keine Sellerie mehr sehe ich. Also, 1, 2, 3, 4, das ist nichts. 4, 5, 6, 7, 7, befreie von Hochwelle. 8 und wo ist 9 und 10? Nimmer, nur 8. Nur 8, das bedeutet, dass meine wunderschöne Putendame hat die schon ausgegraben, gepickt und alles vernichtet. Das macht aber nichts. Gut, dass ich wenigstens 8 habe. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 8. Komisch. 2 hat sie mir vernichtet. Ich habe ja 10 Pflänzchen gekauft. Nimmer. 10 gibt's nicht. Also 8. Sei to dobre. Hai bude 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Noch Kartoffeln. Diese grüne Kartoffeln nehme ich sowieso nicht für mich. Die kann ich nur noch für die Hühner kochen. Noch ein Ei gefunden. Zwiebeln, noch eine Karotte. Gehe ich meinem Schatz Bescheid sagen. Die arme Malwein bringen. Komm, Malwein. Jetzt könnt ihr rumlaufen. Jetzt ist. Ich glaube, der Regen hört auf. Obwohl meine Kamera beschlagen. Obwohl mein Schatz hat gesagt, dass der Regen ganze Nacht bis. Ja, da steht die Schubkarre. Mein Schatz so versprochen meinte, lass mich die wegfahren. Die ist zu schwer. Ich sag ja, okay, danke. Da steht sie. Euch geht's gut jetzt so sauber und so schön? Ja. Warum umgestoßen, Futter? Warum, meine Süße? Kleine Silvia ist so schön. Kleine Silvia, hallo, meine Süße. Gut, Söpka, weg, ich muss das wegfahren. So, der Regen hat aufgehört. Endlich, endlich, endlich kommen wir raus. Spät gemolken. Heute war Leli bei uns noch da, aber die Leli ist schon in der Stadt und fährt heute nach Polen. 3 Uhr fährt die Frau los und wir hoffen und beten, dass die Leli morgen bei Violetta ist und der ganzen Familie. Violetta, Markus, Elvis und Jolina. Und wir laufen hier auf super nassen Gräsern, Ziegen anbinden. Mein Schatz, wie gesagt, macht Videos sortieren und Videos machen für YouTube. Das ist auch eine harte, harte Arbeit. Die ganzen Videos sortieren nach Daten und dann hochladen und dann Kommentare beantworten, lesen. Mir liest er auch vor, manchmal, wenn ich da koche oder spüle, weil ich habe so wenig Zeit. Ich binde die jetzt schnell an, dann mache ich zu Ende die Bohnen, dann mache ich noch die Gurken sammeln
Dann mache ich noch, dann mache ich schon Mittagessen kochen. Ich habe für Borscht gerade schon alles gewaschen, diese ganzen rote Beete, Karotten, Kartoffeln, das habe ich schon gewaschen. Dann Mittagessen kochen, also Zeit zu was anderem bleibt mir nicht viel übrig. Ah, und danach, wenn wir gegessen haben, habe ich sofort Unterricht. Jeden Tag die gleiche Routine. Dann habe ich schon Unterricht. Meistens habe ich so Zeit von 11 bis 2. Von 11 bis Mittagessen, wenn Mittagessen schon gekocht ist, habe ich so noch ein bisschen für andere noch wichtige Sachen für mich. Von 11 bis 2 meistens so. Kommt, meine Süßen, kommt. Kommt. Schlafen müssen wir ein bisschen früher jetzt auch mit meinem Liebling. Wir sind ein bisschen müde geworden, so ein bisschen wenig geschlafen die letzten Tage. Mein Schatz hatte ein bisschen Allergie, aber jetzt wird besser. Er hat gesaugt und der sagt aber zu mir, er würde das alles ertragen für Lilly, weil er die so gerne hat. Ich auch. Also wenn die Lilly sollte nicht wieder durch die Grenze, weil die dann irgendwie Probleme machen mit den Papieren, dann kommt sie immer noch zu mir. Aber dann bleibt sie schon bei uns die 2 Monate. Und dann nur was machen, was? Wir versuchen das jetzt. Wir versuchen. Die Frau sagt, die hat die Papiere fertig. Die hofft nur, dass es klappt. Kommt schnell anbinden, ich habe noch viel Arbeit, meine Süßen. Kommt. Hier auf der schönen Wiese. Du weißt ja, magst du hier nicht? Guck mal. Guck mal, was für schöne Sachen. Genau. Obere Spätzle, obere Kräuterchen. Da kommst du sogar an die Bäumchen dran. Los, los. Schön Milch tanken. Du auch, Martusia. Du hast da sehr, sehr viel. Die Karamellke. Meine Hose ist komplett nass. Komplett nass, die Hose. Ja, es hat viel geregnet. Aber so ein bisschen hier diese Spätzen anbinden muss sonst gehen. Da, liebe Freunde, die gehen weit, 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 weit weg. Und das wollen wir nicht. Wir wollen alles unter Kontrolle haben. Weil du so viel arbeitest mit unseren Videos, no, habe ich dir Erdbeershake gemacht, Kefir hingestellt, also Karotten Kefir frische. Ich schon genossen. Ich habe frische Karotten für dich geerntet, Kefir und jetzt noch Erdbeershake. Und wie schmeckt der Erdbeershake? Moment, Karotte. Karotte. Ah, mein Süßer. Genieß das. Du musst ja so hart arbeiten für unser YouTube, damit wir Geld verdienen. Na, du arbeitest für uns, das ist wichtiger. Meine Arbeit bringt ja kein Geld. Das ist ja Gesundheit und unser Leben. Ja, aber keiner bezahlt mir dafür. YouTube bezahlt uns. Wenn man mit seiner Arbeit Geld spart, ist es wie Geld. Ja, ja, genau. Das ist genau das Gleiche. Genau. Mmh. Süß genug oder nicht süß genug? Sehr gut. Und süß. Das erinnert mich immer an den Kram. Der hat gesagt, Geld hat man vom Behalten, nicht vom Ausgeben. Wir kaufen keine neuen Maschinen. Hat nie neue Maschinen gekauft, immer das alte. Молодец, молодец. Aber es ist wirklich süß, ja? Hast du keinen Zucker reingetan? 2 Löffel Honig. Wahnsinn. So lecker. Also ist jetzt nicht so. Dieser komische McDonald's-Süßigkeit, wo du dann nur Zucker da drin hast, das ist super lecker. Ich kann dir auch süßer machen. Nein, das ist super süß, super gut, aber ja? Frucht. Frucht. Richtig Frucht. Ja, das sind ja auch echte Erdbeerchen, ne? Na, dann schmeckt noch den Fruchtfleisch. No, das sind echte Erdbeerchen. So, ich mach weiter. Guckt mal, meine Lieben, wie mein Bärchen hat sich schön eingekuschelt. Oh, wie schön. Liegt man aber gut drin. No, schöne Kissenchen, schöne Bettdecke.
Jetzt mache ich schon Winterschlaf im Sommer. Winterschlaf und ich komme zu dir. Oskar, du bist der netteste Onkel der Welt. Solche Tomaten, meine Freunde. Also die sind noch okay, die haben keine schwarzen Stellen und so. Die, die gut sind, sind gut. Aber die hier alle musste ich abschneiden, das Ganze. Das ganze schwarze Zeug musste ich abschneiden. So schade. Das sind so riesen Dinger. Solche riesen Dinger. Und dann schade. Die wären so lecker. Das sind so schöne Sorte. Ganze Hälfte musste ich abschneiden. Auch hier. Und die ganz grün. Die sind ja noch grün. Aber die werde ich trotzdem verwenden, weil mir zu schade ist. Die war okay. Die war komplett gesund, aber die habe ich jetzt einfach mitgenommen. Mhm. Ja. Die hier sind gesund. Die wasche ich jetzt und lege ich auf einem Tuch und dann vielleicht werden die hier noch grüner. Ich habe schon ein paar guten mitgenommen. Nun, jeden Tag, das ist die Ernte von einem Tag. Jeden Tag ernten wir halt diese Menge und diese jetzt sind schwarz. Am Anfang waren die alle gut, aber jetzt sowas. Am Anfang, zum Glück habe ich geschafft, noch Soßen zu machen. Zum Glück habe ich geschafft, was zu machen. Das muss ich noch abschneiden. Und die, das sind kleine Kirschtomaten, kleine Cherries oder wie die heißen, gelbe. Die sind auch lecker, aber seht ihr selber sowas. Kleine Stellchen fängt an. Na, von der Seite sind die gut. Ich esse die trotzdem gerne. Ich bin trotzdem dankbar, weil die sind null gespritzt und die haben aromatisch ohne Ende. Selbst die abgeschnittenen. Ach, die riechen sehr gut. Obwohl eine Stelle krank war. Die werde ich trotzdem verbrauchen. Die werde ich trotzdem zum Kochen morgen schon verwenden. Ich koche damit was. Irgendwelche schöne Sache und fertig. Aber ich schmeiße die natürlich nicht weg. Aber schade. Vielen Dank für ganzen guten Rat zu den Tomaten. Ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr wirklich das komplett anders machen müssen. Damit die Tomaten nicht krank werden und ich muss es wirklich lassen, da in diesem Feld, wo die jedes Jahr da eine Krankheit bekommen. Man muss wirklich damit aufhören. Oh, nee. Komplett gesund. Komplett gesund und schön. Da. Die schönen, die hole ich raus auch. Ah, auf dem Tuch habe ich gesagt, die trockne ich. Ja. Und dann habe ich noch diese ganzen Bohnen. Gurken habe ich schon. Gurken habe ich heute noch. Die werden aber auch langsam zu Ende. Die gehen langsam zu Ende. Also die und die kleinen. Hier sind noch Pflaumen. Die muss ich noch jetzt entkernen. Und da noch den ganzen Korb. So fast den ganzen Korb. Also Gurken kommen auch langsam zu Ende. Muss morgen noch bei der Nachbarin. Morgen sammeln die Gurken. Oh, die komplett gesund. Habe ich schnell noch grün lieber mitgenommen. Weil ich will nicht, dass die da noch jetzt krank wird. Sorry, das ist jetzt super langweilig. Ich mache jetzt lieber aus
Euch wünsche ich allen lieben Zuschauern, dass ihr immer schöne Tomaten habt und dass ihr diese Krankheit nicht bekommt. Phytophthora, schlimme Krankheit, die ich hier hasse, weil die hat mir schon viele Tomaten ruiniert.